So, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed, meine Damen und Herren, und wir spielen jetzt weiter. Ezio. La Volpe, ich bin überrascht, euch zu sehen. Und was treibt euch vor meiner Haustür? Wartet, ich kenne die Antwort. So wie immer. Ihr wollt meine Spione einsetzen? Dann helft mir. Um Machiavelli zu helfen? Nein, danke. Dieser Mann verrät unseren Orden. Ein ernster Vorwurf, und das von einem Dieb. Habt ihr Beweise? Er war Botschafter am Hof des Papstes und ist als persönlicher Gast von Cesare gereist. Ich weiß auch, dass er euch kurz vor dem Angriff auf die Villa verließ. Machiavelli mag nicht allen gefallen, aber er ist Assassine. Kein Verräter. Mich überzeugt das nicht. In diesem Moment trifft er jemandem im Trastevere. Wollt ihr mich begleiten? Ich folge euch. Das ist echt ein harter Vorwurf. Doppelagent. Das ist, weiß nicht. Also wenn das stimmt, dann haben wir ein Problem. Weil Machiavelli so gut wie alles weiß und ein einflussreicher Mann ist. Ein wertvoller Verbündeter und ein für Ezio, denke ich, auch guter Freund. Und dementsprechend wäre das ein harter Verlust. Aber auch La Volpe, der verbittert von uns geht, wäre dies ebenso. Aber wir brauchen La Volpe auf jeden Fall, in jedem Fall. Wir brauchen eigentlich auch, egal in welche Situation wir uns begeben, ich höre da wieder einen Schatz. In jedem Fall brauchen wir, genau das brauchen wir in jedem Fall. Nein, egal was komme, wir brauchen in jedem Fall beide. Darauf wollte ich hinaus. Ich denke, La Volpe sitzt auf irgendeinem Dach. Tatsache. Und was haltet ihr davon? Sie werden ihn erschießen. Die erledige ich. Los, holt euch die anderen. Bin ich dabei. Ihr seid dran, Jungs. Freundchen. Man macht keine Zivilisten kaputt. Du Spasti, jetzt geh kaputt. Oh oh. Such dein Versteck. Ich kann nicht. Die werden mich töten. Passt gut auf. Tut, was ich tue. Los geht's. Ein neuerliches Aufkommen von Leichtmünzen sorgte für Aufruhr in der Stadt. Die Räte der Region und die meisten Ich habe auch noch ungekämmte Wolle, wenn ihr jemanden wisst, der sie kaufen möchte. Ein paar Quattrini wäre sie wert. Das würde uns für ein paar Tage ernähren. Wie komme ich da dran vorbei? Ha! Wollt ihr eine wahre Jobsbotschaft hören? Ich muss meinen Webstuhl verkaufen. Um alle Mäuler zu stopfen, muss ich unsere einzige
Einkommensquelle versetzt. Noch ein Condottiero? Claudio, bleib an mir dran. Schnell, schnell, schnell. Mir nach. Claudio! Molte grazie, Messere. Taucht eine Weile unter. Intesi? Die Wachen suchen nach euch. Es hängen schon Steckbriefe. Dann reißt sie ab. Oder steckt den Herolden ein paar Florin zu, damit sie schweigen. Ich könnte auch Zeugen eliminieren. Ihr wisst, wie man untertaucht. Na, dann machen wir das doch, würde ich sagen. Genügend Geld für den Herold hätte ich auch. Aber momentan... So, dann auf zu La Volpe, was? Ich kann gar ganz wenig sagen. Es ist wieder so eine ruhigere Phase. was mich ein bisschen stört hier, dass ich immer wieder über den Fluss muss. Nehmen wir mit. Oh, ein roter Jaspis, der ist Geld wert. Oh, Heimer, du bist so ein geiles Pferd. Der wartet immer schon auf mich. Es ist ein Traum. Moin! Lass die Kiste fallen! Dam, 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 dam. Da, 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 10.000 Gold! Ich gehe mich bald mal ausrüsten. Leider sind so gut wie keine Items für mich freigeschaltet. Ich denke, da muss ich einfach länger für questen. Was war das für eine Nacht? Volpe, hört mich an. Der Schein trügt. Ihr habt von Machiavelli nichts zu befürchten. Dessen bin ich sicher. Ich habe euch für Claudios Rettung zu danken. Wenn ihr sagt, Machiavelli sei unserem Orden treu, glaube ich euch. Also, was ist mit den Dieben? Wir wollten dieses alte Gemäuer reparieren. Aber nun, da wir zusammenarbeiten, würde ich gerne wissen, was ihr denkt. Wir müssen vor allem die Borgia fernhalten. Vielleicht als Taverne getarnt. Ja. Das gefällt mir. Dann soll es so sein. Machen wir. Wo ist denn der Architekt? Da ist der Architekt. Hallo. Dann bau mal aus. Schön. Willkommen, Ezio, im La Volpe Addormentata. Die Taverne ist perfekt. Niemand wird ihren wahren Zweck erraten. Von hier leiten wir die Gilde. Besucht mich, wann immer ihr wollt. Vielleicht gibt es Aufträge zu erledigen, die unserer Sache in der Stadt dienen. Ich sehe, ihr Diebe liegt im Wettstreit. Ihr könnt teilnehmen, wenn ihr wollt. Vielleicht könnt ihr ihnen noch etwas beibringen. Oh ja, ich vergaß. Wir haben auch Glücksspiele. Eine sehr gute Einkommensquelle, denn wir sorgen dafür, dass die Borgia-Wachen immer verlieren. Eine Sache noch. Eure Spione müssen den Apfel finden. Er wurde mir entwendet. Wir suchen bereits die Stadt danach ab. Molto bene. Kommt zur Isola Tiberina, wenn ihr ihn findet. Werde ich. Sieht echt aus, als hätten wir langsam ein Netzwerk aufgebaut. An Verbündeten. Also, wenn Ezio was kann, dann ist es das. So, dann gehen wir glatt mal hier raus, wa? Dann baue ich nochmal die Gebäude hier drumrum. Nehme ich nochmal ein. Sagen wir es mal so. Warte mal. Okay, die ist schon. Schade. Das ist alles schon. What the hell?
Nehmen wir doch erstmal Geld mit, wa? Ja, schön für dich. So. Ah, die Fabro kann ich noch. So. Dann würde ich sagen, holen wir uns auf jeden Fall nochmal den Aussichtspunkt und gucken nochmal, was wir noch so aufbessern können. Oder gucken erstmal, ob wir hier was kaufen können. Können wir was kaufen? Reparieren. Alles reparieren. Ja. Wie immer gibt es nichts Neues, was ich mir kaufen könnte. Eure Münzen scheinen echt zu sein. Dann holen wir uns erstmal den Aussichtspunkt. Akrobaten gibt es überall, Schätzchen. Das ist aber ein schöner Aussichtspunkt. Der gefällt mir. Da, 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 da. Burn. So. Schauen wir doch mal hier im Umkreis, was ich noch so ausbauen kann. Da sind noch Pferdeställe, da ist noch alles Mögliche. Ich glaube, das machen wir dann, mache ich dann danach offscreen. So. Erstmal bauen wir hier hinten das alles aus. Das kann ich jetzt noch on-screen machen. So. Dann kaufen wir gleich auch noch mal ein paar Bilder. Mal gucken, was das bringt. Ich habe mir noch nie eins gekauft hier. Ob es den gleichen Sinn erfolgt, dass es dadurch mehr Repräsentatives in Rom gibt und dementsprechend mehr Wert und mehr Einkommen? Weiß nicht. Würde mal gucken. 7 von 10 Kunsthändlern habe ich jedenfalls schon mal. Schön. Und Rabatt erhöht. So, dann holen wir uns erstmal die Schatzkarte Artico. Mal gucken, vielleicht bringt mir das ja was. Vielleicht sind da Codex-Seiten quasi. Keine Ahnung. Investitionen, nein. Gemälde. Vision eines Ritters. Engel. Mal gucken, was das bringt. Ich will nur einfach gucken. Ich kaufe jetzt einfach was. Ein wahrer Kenner der Künste. Haben wir das irgendwas gebracht? Nö, oder? Okay, ist einfach nur Bilder. Einfach nur so. Dann kaufe ich mir irgendwann meine komplette Kunsthandlung. Wenn ich, wie sagt man am besten? Haha, guck mal. ich hole mir dann eine komplette Kunsthandlung, wenn mir Geld nichts mehr bringt. Wenn ich so viel Einkommen habe, dass das egal ist. Aber bis dahin wirtschafte ich. Und das ist unwirtschaftlich, wenn mir das nichts bringt. So. Das war jetzt mal eine kürzere Folge, aber ich beende die jetzt auch für heute. Eulenius over and out.